Holy shit. Das Palko kühlte. Nu? Tür ist wieder offen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir The Smiling Man Remake. So, ich mache mich mal ein bisschen klein. Wie ihr vielleicht auch wisst, hatten wir auf diesem Kanal schon den Smiling Man gehabt, den ersten Teil. Das ist der Remake von Noxus Games, unsere liebste Spieleschmiede auf itch.io. Und ja, genau, schauen wir mal ein bisschen rein, was wir da haben. Hier erstmal so ein bisschen die Screenshots durchscrollen. Ja, der Smiling Man, das sieht auch richtig smiley aus. Die Stadt ist verändert. Bisschen mehr als Stadt und hier der Junge, der tanzt am Whistle rum. Das bringt uns zur Freude rein. Ja. Der Suchmarkt sieht auch besser aus. Auch besser aus. Genau, Smiling Man. Das ist ja wieder so ein VHS, na, so ein bisschen PlayStation 1 Grafik mäßig. Wie das aussieht, ganz genau. Schau mal rein in die Story. It's back. It's a remake. You can play through the real story told by Blue Tidal as well as an alternate story, which is Recreation of the first game, also das ist ja ein Remake und das ist halt so Urban Legend mäßig, gibt es also eine Urban Legend von Plutidal, die da halt die Smiling Man Story geschrieben hat. Genau. In this Remake 2, the music and sound has been recreated, also Verbesserung des Sounds. Fans, part of the game was inspired by some famous horror movies from the 80s, 90s, also ein bisschen inspiriert von den Horror-Spielen von dazu mal. So, spielen wir mal. Los geht's. Hey, hey, hey. Spaß, Spaß. Bin gespannt, Sig. Ganz genau. The Smiling Man. Noxus Games. Press Enter to start the game. Okay. Da, da, da. So, wir werden es gleich sehen. Ja, richtig cinematisch. Ha, geil. AI made by Sven. Geil, Sven, gute Arbeit. So, wenn sie da ja genauso viel Arbeit ins Spiel reinstecken wie ins Intro, da kann es ja noch gut werden. Ah, one night I went to the market to buy something to eat. I do this a few times a week, not only to purchase food, but also to appreciate the nighttime tranquility. Also, da haben wir jetzt wieder unseren Protagonist, der mag es halt, nachts rauszugehen und zum Supermarkt zu laufen. Das macht er aber einige Male in der Woche. Aber dem gefällt es halt so in der Nacht zu spazieren gehen, hier schön die Ruhe zu haben in der Nacht. But this time was different. Also jetzt war es aber dieses Mal was anderes. I came face to face with evil in its most sinister form. A tall man smiling and radiating a terrifying energy. Also da ist halt ja so ein verrückter, grinsender Mann. Da ich halt wirklich, ja, den er wirklich als bösartig beschreibt und ja, angsteinflößend. I left a bit later than usual, than midnight. It was 2 a.m., also da ist nachts 2 Uhr morgens raus. After that night, I never went out again at that hour. Also der macht dann nicht mehr raus. Zu dieser entsprechenden Uhrzeit. Ganz genau, Kinder, also nicht rausgehen, wenn es dunkel ist. Vorsichtig sein. Bewaffnet euch. Das sieht auch genauso aus wie das erste Teil. Bisschen andere Grafik auf jeden Fall auf dem Haus.
Aber es sieht auf jeden Fall schon besser aus. Wir gehen mal links, weil es dort ist die Welt zu Ende. Und auf der Straße kommen wir auch nicht. So gut. Im ersten Teil lackierst du einen Zettel rum, der da irgendwas erklärt hat. Hier ist der Wald. Naja, gut. Da, hier das lange Gebäude. Da wird dann hier so in der zweiten Nacht hier der Kerl angestampft kommen. Ah, hier drüben ist er. Oder ne? Schön Graffiti hier. Sieht das nicht cool aus? Ah, hier. Aha. Was lachst du denn so? Ja, schönen guten Abend, wie geht's Ihnen denn so, ne? Mögen Sie auch so nachts spazieren zu gehen, ja? Ja, schönen Tag noch. Schöne Nacht noch, ja. Guten Abend. Ja, ja. Bye. Ciao. Was für ein verrückter Kerl, du. Ah, hier, Supermarkt. Dann hätten wir es doch geschafft. Ah, Tankstelle sogar. Ist das nicht schön? Hier gibt es ein bisschen Eis. Sehr schön. Ja, hier. Das Auto. Kommt denn da her? Es ist ein Mercedes. Seht ihr das? Ich würde sagen, das ist Mercedes. Chat, was sagt denn ihr? Ist es ein Mercedes? Ich weiß es nicht. Leute, schreibt es in die Kommentare. Ist das ein Mercedes oder was? Wo kommen wir denn noch hin? Ah, hier ist ja schon wieder vorbei die Welt. Schöne Tankstelle. Quickmarkt. Das ist auch ein schöner Supermarkt. Pick up something to buy. Ah, hier drüben unser Freund. Hugo. Was kaufen wir uns denn? Was kaufen wir uns denn? Snack Shopping List, Barbecue Shopping List. Oh, wir haben ja verschiedene Einkaufslisten. Obwohl da jetzt. Gesund oder ungesund essen? Healthy Shopping List. Chicken, Quinoa, Brokkoli, Avocado, Joghurt. Was ist so alles nachts in der. Doch an der Tankstelle so alles zu kaufen gibt. Richtig toll. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Ja, ganz genau, Chat. Das sieht aus wie ein Mercedes. Basic. Milk, Bread, Eggs, Cereals, Pasta. Special Meal Shopping List. Steak, Potatoes, Mixed Vegetables, Wein. Jo, schön. Wein. Nehmen wir mal hier ein bisschen. Special Food für uns. Good evening. It was 30,50, also 30,50. Zahlen wir mal für unser Zeug. Go back home. So, wir. Im ersten Spiel haben wir ja gesehen. Barbecue, ja. Vielleicht beim nächsten Mal. So, beim ersten Spiel war es eigentlich so. Wir sind da rausgegangen und dann stand da auf immer hinter uns. Ja. Oh ja, gar kein Smiling Man, der uns folgt. Er wird jetzt ja gleich im Jumpscare da irgendwo aus dem Wald rausspringen. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt ein bisschen anders. Ansonsten ist er ja alle furzlang im Original Smiling Man aufgetaucht. Da stand er alle furzlang mal irgendwo an der Straße rum. Hat doof geguckt, aber jetzt ist er nicht hier. Der kam wohl in der. Der war in der ersten Nacht schon da gewesen. Der stand ja hier, aber dann in der ersten Nacht, da wurde auch im Supermarkt, stand er auch rum. Und hat dann nur doof gegrinst, hat uns dann so ein bisschen verfolgt, ein bisschen geguckt. Ist ja nichts passiert. Oh. Was macht denn der hier für Dance-Moves hier? Oh. Bist du eine Statue oder was? Ja, Junge, erschreck mich doch nicht so. Hast du auf mein Haus aufgepasst oder was? Bist ein guter Mann. Ja, ich möchte dir Hallo sagen, aber irgendwie ist hier eine unsichtbare Wand. Ja, okay. Schönen Abend noch, hä? Ja, mach's gut. Schlaf schön. Er singt da nie in der Ecke, du Junge. Ja, verrückter Kerl, hä? Was verrückte Leute hier rumrennen.
Tja, skankt, sagt der Chat ganz genau. So, zweite Nacht. Oh, hier, hört ihr das? Der Sound ist ja schon ein bisschen gefährlicher. Da müsst ihr ja jetzt hier drüben irgendwo auftauchen, ne? Zweite Nacht, da müsst ihr jetzt hier auftauchen. Ah, das. Da ist er. Könnt ihr ihn sehen? Auf jeden Fall besser als beim ersten Teil. Da ist er ja so richtig Michael Jackson-mäßig rangerutscht. Immer noch wie eine Statue. Richtig froh. Winkt er uns entgegen. Grüß dich, Junge. Bist du für den Zeugen Jehovas oder was? Guten Abend. What the fuck do you want? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt übersetzen muss. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen verständlich. Ja, hier, Enter. Ja, und nu? Ach so. So. Und jetzt? Dreht er um und dann tänzt er wieder davon. Und dann hin. Au! Ich erstmal nach unten. Schöner Pflasterstein, du. Nu? Ist sofort. Winky, das sind da nicht so. Ja, wie je, eh und je versuche jetzt einfach mal nach Hause zu gehen. Feststelltaste aktiviert? Nee. Ja, deaktivieren. So, ich gehe wieder nach Hause. Da ist man zu verrückt. Steht er wieder hinter der Hecke? Nee. Ich will rein. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Geht nicht. Na gut. So, rennen wir da jetzt einfach zum Supermarkt und sehen wir, wie es läuft. Da wird ja gleich Survive or Die! Oh no, shit. Mach die Tür zu. Ja, hier. Holy shit. Das Palko killt him. Also, das hat halt heilige Scheiße. Da hat ihn umgebracht. Der Psychopath. Und nu? Tür ist wieder offen. Das ist das Bette. Das schlechte Ending. So. Sorry. Ja, ja, hab's verstanden, Junge. Gehen wir mal den Supermarkt wieder.
So, Tür zu. Ist wieder gut. Auch? Schlüssel, ja. Ich irgendwo raus? Nee. Das ist ja nicht fair, du. Ich nitze. Ja. Wieder hier. Kam hier gar nicht bis zum Auto. Schaut doch um die Ecke hier, da. Schlingel, du. Steh schön. Ich renn wie der Wind. So. Geh mal die andere Seite, ja. Den Laden. Ich schleich mich da so ein bisschen hinten an. Ich bin hier. Das sieht mich nicht. Steig ein. Okay, wir schleichen uns von hinten an und dann stechen wir den mit Autoschlüssel. Von hinten hier. Ah. Guck. So. Rennt da ein bisschen rum. Und jetzt? Kommt er denn? Ich möchte sagen, das Auto rein. Ist es vielleicht möglich? Bitte. Steht er da, macht er nichts. Easy! Bitte, muss man sagen. Da geht es schon. Wie beim ersten Smiling Man. In Sicherheit gepackt. Herrlich! Da hat einfach nur total festgehangen. Sich nicht bewegt. Schon ein bisschen lachhaft immer. Klasse. Ja, gut. Ist es jetzt anders? Ja, das ist ja jetzt, das war jetzt das Remake vom Original und jetzt scheint wohl da Original zu kommen. Some years ago, I lived in the center of a large city in the USA, also ein paar Jahre, einige Jahre vorher, hat er halt ja im City Center von einer großen amerikanischen Stadt gewohnt. Ich war immer eine Nachbarsöhne, und da war halt immer so ein bisschen Nachbarsöhne, die dann halt immer gelangweilt war von seinen Mitbewohnern, weil die ging da nachts, ging da gar nichts. Die sind halt im Bett. Um die Nacht zu. Da ist halt immer nachts rausgegangen zum Denken und hier zum Spazieren gehen. Genau. Das ist halt hier die Story von den Kerl. I spent 4 years like that. Also, das ist immer so. Das ist immer so gemacht. In der Nacht ist er halt spazieren gegangen. Allein in der Nacht. Und da hat er halt noch nie einen Grund gehabt, sich da irgendwie gefürchtet zu haben. Und da hat sie halt immer mit seinen Mitbewohnern rumgescherzt, dass selbst die Drogendealer
freundlich sind hier in der Stadt. Aber das alles hat sich geändert. Nur in ein paar Minuten. An einem Abend. Es war Mittwoch. Irgendwann mal zwischen 1 und 2 am Morgen. Und ich war spazieren gehen. Near Police Patrol Park Quiet. I was walking near Police Patrol Park Quiet away from my apartment. Also da ist halt Polizeistreife so nahe von nahe von der Wohnung. War irgendwie gewesen und was quiet. Es war eine ruhige Nacht, eben for a week night. Sehr ruhige Nacht für die Woche. It's very little traffic and almost no one of food. No one of food. Also ruhige Nacht, keiner auf der Straße, total ruhig. The park, as it was most nice, was completely empty. Also in dem Park, da ist halt nachts leer. Genau, gehen wir mal rein. Dafür gehen wir spazieren im Park. Ah, hier. Dann ist nie. Meine Freunde. Erst einmal. So, und du? After a long time of walking. Nach einer langen Zeit spazieren. Ja, weißt du. It's been a long time. I'm tired. I'm better go home. Das sagt halt, ja, ist halt jetzt ein bisschen erschöpft vom ganzen Spazierengehen und da möchte ich jetzt nach Hause. Schön spazieren gehen. I was walking down a small street to get back to my apartment. When I first noticed it, at the end of the street, there was a silhouette of a man dancing. Ich sehe ja nicht. Seht ihr da irgendjemanden tanzen? Warum heißt denn der Smiling Man und nicht Dancing Man? Nee. Ah, hier. Es war ein komischer Tanz. As he danced, he took a step forward. I guess you could say he was dancing, coming straight towards me. Seht ihr die Beinarbeit? Das ist ja ein verrückter Background-Tänzer, der da ja nachts die Leute umbringt. He danced closer still, until I could make out his face. Also da ist herangetanzt, bis ich den sein Gesicht sehen konnte. Da hat halt verrückte Lächeln drauf, at the back slightly look off at the scale. Da guckt halt ein bisschen nach oben zum Himmel. His mouth was formed in a painfully wide cartoon of a smile. Also him to cross the country empty street. Kann ich nicht mehr zurück? Ich könnte jetzt Straße wechseln. Also, da hat es auch aufgehört zu tanzen. Standing with one foot on the street, perfectly apparently to me, he was facing me, but still looking skywards, smile still white on his lips. Okay. Er guckt mich halt dafür so ein bisschen an, du, ne? Ich guck da nie hin. Guck da weg.
hier, das bleib stehen, guter Junge. Jetzt kommt er um die Ecke. Nee. Jetzt steht da links, ja, um die Ecke. He had crossed the street and was now crouching slightly. It was a shock that I just stood there for a while looking at him. Also da ist er ein bisschen erschrocken, dass er da halt so ein bisschen zu ihm hinguckt. He took giant exaggerated steps on tiptoes, like a cartoon character sneaking up on someone, only he is moving very, very fast. Also das erzählt halt. Wie kann ich mich ja auch nicht. Dass halt wie so Cartoon-Charaktere halt auf ihn zukommt. Ja. Was willst du von mir? Und der sagt nichts. Da dreht sich wieder rum und dann tanzt er fort. Mach's gut, Junge. Ja? Schönen Abend noch. Ich guck wieder auf den Boden, guck wieder hoch und dann ist er fort. So, gut. Hilfe! Er kommt! So, nu? Ich weiß ja nicht mal, wo ich wohne. Na, wie so ein Schüler rennt da rum. Wie so eine Tücke, genau. Na gut. Ist ja nicht auch irgendwo Polizeistation. I run until I got off the side road and back onto a well-lit, low-traffic road. When I looked back, he was nowhere to be found. Throughout the rest of the way home, I kept looking over my shoulder, always expecting to see his stupid smile, but he was never there. Also, wir sind da weggerannt und da konnte er halt entkommen und hat dann den Weg fortgesetzt, um heimzukommen. Hat ihn für den Rest des Abends nicht mehr gesehen. I lived in the city for 6 months after that night and never went out for a night stroll again. Also, da hat er halt 6 Monate weiterhin dort gewohnt und ist halt nicht wieder rausgegangen zum Spazieren gehen. Da war was, was ihn halt sehr erschreckt hat. Wegen seiner schrecklichen Smile, grinsenden Gesicht, was ihn halt ja heimgesucht hat immer wieder. He didn't look drunk, also da hat nicht ja drunk gewirkt. He didn't look high, also auch nicht high. He looked completely and utterly insane, also da ist halt für den einfach nur verrückter gewesen. And a very, very scary thing to see. Und der ist halt erschrocken. Oder halt. Der fürchtet den halt sehr. So gut. Smiling Man. Kann ich den wieder im ersten Teil in der Nase probieren? Sieht ja so scheiße aus. Klappt halt nicht wie im echten Leben. Ich kann den aber ja in die klatschen, oder? Schön auf die Fresse, Leute. So, Abmod. Wir wollen ja ein bisschen nett sein oder halt ein bisschen professionell wirken. So. So, meine lieben Freunde, das war's, das Smiling Man Remake. Ich hoffe, euch hat's gefallen und falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt mit solchen Creepy Games vom Itch.io, müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Das hilft euch auf jeden Fall sehr. Schreibt in die Kommentare, was ihr so über das Game so denkt. Ob es euch gefällt oder nicht. Und gebt mal ein Like. Das hilft mir sehr. Kostet euch nichts. Auf jeden Fall sehr gut. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und goodbye.